Also Leute, eine gute Nachricht. Die gute Nachricht lautet, Andreas Scheuer gibt uns Rückendeckung. Okay, und was ist die schlechte? Andreas Scheuer gibt uns Rückendeckung. Oh. Also wir müssen uns darum kümmern und die Grenzwerte beseitigen, ja? Freunde, wir machen es wie immer. Wir rühren ein Schüsselchen Beton an und dann zack runter in den See. Ja. Das sind Grenzwerte. Außerdem sollen sie rauf und nicht runter. Ah, sicher. Okay, wer von euch Spinnern erklärt ihm unseren Plan? Also, Leute, ich höre, wie lautet denn nun der Plan? Wie werden wir die Grenzwerte los? Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, müssen wir eben im Frühtau zu Berge. Ja, geil. Ja, 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 natürlich. Das soll das bedeuten. Ja, Mensch, was ich sagen will, ist, wir müssen hier rein, verstehst du? Ins Fernsehen. Ja, und dann schnappen wir uns die Ansichten von 80 Millionen Deutschen. Ich habe schon mal den Grundriss des deutschen Fernsehens besorgt. Super, gut, ja. Du hast eine Hörzu gekauft? Nein, nein, auch TV-Movie, TV-Spielfilm, den Gong. Oh, du Blödmann. Bitte was? Er wollte sagen, du Lindviech. Wieso das? Weil er ein Lindviech ist. Ah, das ist also euer Experte für Chinesisch, ja? Nee, der Mann hat nur einen Sprachfehler. Willst du Minderheiten verarschen, Karrenbauer? Ja, schon gut, schon gut. Ihr wollt also... Ihr wollt also ins Fernsehen, ja? Ja. Was bitte hat das mit den Grenzwerten zu tun? Wer erkennen will, muss vorher in richtiger Weise gezweifelt haben. Ja, genau. Ja, natürlich. Das ist doch völlig, das ist, was zum Henker soll das bedeuten? Ja, Mensch, wir müssen Zweifel sehen an den Grenzwerten in den Medien. Problem. Über die offiziellen Grenzwerte wachen Tausende von Vollschell. Vollschell? Vollschell! Wissenschaftler! Ah, so. Die müssen will zum Schweigen blingen. Genau, ja. Ist ja gut, ist ja gut. Wo willst du hin? Ja, ich würde dann jetzt mal den abgeschnittenen Pferdekopf holen. Nee, nee, setz dich, was er sagen will. Wir müssen die Grundfesten dieser Grundwerte oder der Grenzwerte der Forscher erschüttern. Ja, aber ist euch klar, dass das Tausende von Forschern sind? Ich meine, mit wie vielen Leuten operiert ihr? Viel. Das ist gut, aber wie viel? Viel. Himmel, geht's vielleicht ein bisschen genauer. Eine Mehl als Blei. Also, ach so, auf vier. Vier, ja. Das ist ja nun nicht so wahnsinnig viel. Ja. Was? Selbst die Gesellschaft der Pneumologen hat schon über 4000 Mitglieder, die übrigens vor kurzem auf ihrer Tagung sogar gefordert haben, dass die Grenzwerte weiter gesenkt werden sollten. Ja, aber die 4000, wie viel Berichterstattung hatten die? Nada, niente. Deswegen hat es keinen Schwanz interessiert, weil sie nicht in der Glotze waren. Aha. Und wie wollt ihr Spaßvögel da reinkommen? Das Fernsehen wird doch bewacht, nicht wahr? Von Programmchefs, Redakteuren, Wissenschaftsredaktionen. Wir spazieren direkt unter ihren Nasen rein. Zeigt's ihm. Was denn zeigen? Na, unsere Lüstung. Ja. Eine Lüstung, Mann. Unser Tallenanzug. Bitte was? Den Spezialanzug. Warum sagt er das denn nicht? Ist überhaupt kein R drin. Also ich. Damit öffnen wir alle Dülen. Das ist ein Arztkittel. Yes, yeah! Genau, mit diesem Kittel kann man in Deutschland Inkompetenz unsichtbar machen. Ja, 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 ja. Toll, 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 aber ihr seid ja keine Ärzte, oder? Naja, wie man's nimmt. Naja, klar, wir sind keine richtigen Ärzte, aber wir haben Ärzte. Zeig's ihm, los. Ja. Bluff! Hetzel! Ja. Professor Hetzer! Hetzel, nicht Hetzel! Achso. Dell ist Leiter einer Lungen-Privatklinik und er ist gegen Grenzwerte. Ja. Ah, aus wissenschaftlichen Gründen? Man beißt nicht die Hand, die das Gold in die Morgenstunde legt. Na genau, genau, genau. Genauer. Ja, oh Mann! Die Privatklinik von Professor Hetzel, die verliert zahlkräftige Kunden, weil
Die liegt in Stuttgart und da ist ständig Feinstaubalarm, also kommt keiner. Er braucht das Geld also so dringend wie wir. Ich sage mal so, wir werden ihm ein Angebot machen, dass er nicht am Ablehnen, am Gönnen, am Sein ist. Also gut, wen habt ihr noch? Naja, also zum Beispiel hier, Professor Dieter Köhler, Lungenfacharzt. Ja, er wird öffentlich die Grenzwerte für Stickstoffdioxid angreifen. Aha. Und warum sollten die Leute dem zuhören? Na, wegen seiner Autorität. Der Mann war Chef von der Pneumologischen Gesellschaft. Außerdem ist er einer der wenigsten Experten auf diesem Gebiet. Ja, wer sagt das? Ja, selber. Naja, es kann niemand anders was sagen, weil er hat ja so gut wie nicht wissenschaftlich publiziert zu dem Thema. Also, wenn er noch nie dazu geforscht und noch nie veröffentlicht hat, dann reicht doch eine Datenbankabfrage und ihr fliegt auf. Er hat doch den Kittel. Ja. Was? Ach, den Kittel. Und er ist ein Mann der Praxis. Ah, er heilt Patienten? Nein, er fährt Diesel. Ja. Ach so. Hört mal, hinter den Grenzwerten, da stehen zehntausende Studien. Ja. Ist euch das klar? Wie wollt ihr das bitte erschüttern? Ja, mit diesem Schätzchen hier. Das sind zwei lumpige, aneinandergetackerte Seiten Papier. Was ist das, ein Leserbrief? Nee, Ärzte schreiben doch keine Leserbriefe. Das ist Köhlers Positionspapier. Also ein Leserbrief? Ja, von einem Arzt. Und wie viele zehntausende Studien stehen dahinter? Wieso zehntausende Studien? Dahinter stehen 100 Lungenärzte. Das macht locker 100 Kittel. So, das muss doch reichen. Außerdem haben wir zur Unterstützung noch Matthias Klingner. So, er wird dafür sorgen, nee, dass die Messstationen abgeräumt werden. Er wird sagen, die Messstationen stehen falsch. Aha, ist das auch ein Mediziner? Bessel, Professor am Fraunhofer-Institut. Was er sagen will. Habe ich verstanden. Ja, gut. Außerdem haben wir Professor Dr. Thomas Koch. Er ist Leiter vom Institut für Kolbenmaschinen. Ja. Kolbenmaschinen! Ja gut, also er arbeitet am KIT in Karlsruhe und er wird dafür sorgen, jeden abzuräumen, der behauptet, der Diesel sei irgendwie dreckig und umweltschädlich. Also folgendes. Das Institut von Herrn Klingner bekommt regelmäßig Forschungsaufträge von VW, Opel, BMW, ja, und Porsche. Und Herr Professor Thomas Koch hat sogar 10 Jahre lang als Motorenentwickler bei Daimler gearbeitet. Ist doch geil, die sind alle auf unserer Seite. Das ist also euer Plan. 4 Spezialisten, ja, ohne jede wissenschaftliche Expertise zum Thema Stickstoffdioxid, ja, aber mit Verbindungen zur Autolobby, ja, gehen also zu den Medien und sagen, die Grenzwerte sind doof, aber wir haben keine Belege dafür. Also schöner hätte ich es nicht ausdrücken können. Und dann sagen die Medien natürlich, aber klar, bringen wir eure Story. Ja, sicher das. Unter dem Titel, so dreist versucht die Autolobby die Öffentlichkeit zu täuschen. Schätzelein, erstmal ein Nüsschen. Weißt du, was gleich mit deinen Nüssen passiert? Pass mal auf, Liebelein. Andererseits? Ja. So, seid ihr fertig? Setz dich. Wir brauchen doch nur einen einzigen Journalisten, der die Schleusen des Zweifels öffnet, indem er sowas sagt wie, was die Lungenärzte leisten, das ist ein wichtiger Debattenbeitrag. Ja, ja, das wäre toll, aber ich meine, wer bitte ist so doof? Der hier, Ulf Poschert, Chefredakteur der Welt. Ja, und das ist also euer Spezialist für was? Für alternative Wahrheiten. Leck mich in den Tisch, sag doch einfach Fake News, du Trottel. Der Poschert, weiß man ja, ist ja so ein bisschen der J-Vater aller Fake News. Der hat schon welche veröffentlicht, als es noch gar kein Wort dafür gab. Ja, da war er Chefredakteur vom SZ-Magazin, hat ungeprüft Promi-Interviews abgedruckt. Geile Scheiße, sage ich euch. Kleiner Schönheitsfehler, alle erfunden. Er hat also ungeprüft Material veröffentlicht. Ja. Und er wird es wieder tun. Das, Leute, ist ein Plan. Wir haben nie gesprochen. So. Also, Leute, ich bin gespannt. Unser Plan, hat er funktioniert? Funktioniert was? Wir sind durch die Medien marschiert wie Mexikaner durch Trumps Mauer. Okay, was zeigen wir ihm als erstes? ALD.
ALD. Du Trottel, übernimmst vielleicht besser das ZDF. Ja, jetzt lass ihn doch mal. Komm, wir fangen mit seinem Vorschlag an. Wir fangen chronologisch an. ARD, 7. Januar. Hier, wir haben eine halbe Stunde exklusiv. Eine Doku über den sogenannten das Diesel-Desaster. Tenor dieser Sendung war, die Grenzwerte sind zu niedrig, die Messstationen stehen an der falschen Stelle und Stickstoffdioxid ist, naja, so gut wie harmlos. Welche Experten waren dabei? Oh, alle unsere Freunde. Guck, da haben wir zum Beispiel unseren Matthias Klingner, dann den Dieter Köhler und, ach, guck mal, Martin Hetzel. Schön, schön. Und keinerlei Wort über die Verbindungen zu uns? Nee, nee, nee. Und ich musste nicht mal foltern. Oh, Mann. Tut mir leid. Schön und gut, aber die Sendung lief ja so gegen 10 Uhr. Ich meine, wer bitte sitzt da noch vorm Fernseher? Ja, nur Menschen ohne Leben. Aber das war ja nur der Anfang. Dann ging es weiter. 23. Januar, da kam nämlich, da wurde exklusiv aus dem Köhler Positionspapier veröffentlicht. Und zwar in der Welt. Ja. Nicht zu fassen, auf Ulf Poschardt ist wirklich Verlass. Ja. Hat Poschardt irgendwas dazu gesagt? Ja, in der Sendung ZAPP im NDR. Das ist halt Teil einer Debatte, die wir breit führen müssen. Yeah. Großartig! Wir haben eine Debatte! Yes. Chef Boss, danach hingen wirklich Schlag auf Schlag, ja. Beispielsweise ZDF. Und Mats ab! Doch jetzt nimmt die Debatte noch einmal an Fahrt auf. Ja, und dann die Tagesschau. Mehr als 100 Lungenfachärzte bezweifeln in einer Stellungnahme, dass die Grenzwerte für Stickoxid und Feinstaub wissenschaftlich gerechtfertigt seien. Los, Siebel! Ja. Keine Gefahr, Lungenärzte halten Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide für unsinnig. Gut, sehr gut, sehr gut. Aber das waren jetzt natürlich alles Nachrichtensendungen. Hattet ihr mir nicht versprochen, dass ihr mir den Köhler überall reinbringt? Wenn ich sage, ich bringe ihn überall rein, dann bringe ich ihn auch überall rein. Ja, er war beim Mittagsmagazin. Diese Mengen machen nichts. Das kann man auch leicht beweisen. Natürlich noch bei Anne Will. Für Stickoxide und auch für Feinstaub. Im Heute-Journal, bei Stern TV und bei dem großen Markus Lanz. Er war einfach überall. Stickoxid ist ja, sagt man, gefährlich. Aber erst ab Konzentrationen bei Asthmatikern geht das los ab 500 Mikrogramm. Nur beim Bachelor habe ich ihn nicht reingekriegt. Ja. Aber erklärt mir eins, diese Wissenschaftsjournalisten, nicht wahr? Die werden sich ja nicht gedacht haben, da stehen Zehntausende von Studien auf der einen Seite und auf der anderen Seite zwei Seiten Papier ohne Fußnoten von Herrn Köhler. Und dann gesagt haben, also sportlich gesehen kann man sagen, Stand heute steht unentschieden. Achtung! Also Stand heute könnte man sportlich sagen, es steht unentschieden. Oh! Ja, ja, ja. Doch, ja, das ja, ist sicher perfekt. Das, sicher das. Mit dem zweiten sieht man halt besser, ne? Ja, ja. Dem deutschen Diesel seinen Lauf hält weder Ochs noch Fernsehen auf. Großartig. Scheiße. Was, was? Ich glaube, wir sind aufgeflogen. Was, wieso das? Weil die Taz hat richtig recherchiert und nachgerechnet. Aubacke. Lungenärzte mit Rechenschwäche. Oh, verdammt, und wir waren so nah. Aber gut, man muss einsehen, wenn man verloren hat. Dann wird uns nichts anderes übrig bleiben, als eben die Motoren der Zukunft zu entwickeln. Was soll's? Trotzdem großartige Arbeit. Danke. Was, wir haben sie reingelegt. Ja, die Bildschlagzeile lautete schon am nächsten Tag. Beendet ein Rechenfehler die ganze Debatte? Nein! So, Herr Uthoff, haben Sie abonniert? Hm? Glocke gedrückt? Was? Sich eines von den beiden Videos hier angeschaut? Hören Sie, es reicht mir vollkommen, dass ich in den meisten mitspielen muss. Herr Uthoff, glauben Sie, dass es die richtige Art ist, für uns Werbung zu machen? Werde ich dafür bezahlt? Nee. Was zum Henker mache ich dann hier? Er ist sonst nicht so. Sie können sich ja in der Zwischenzeit was ohne ihn anschauen.